Aber wir hören Sie noch nicht. Ja, wunderbar. Ja, hallo, grüße Sie. Hallo. Liebe Frau Staatsministerin, wir warten schon ein bisschen länger, weil irgendwie gab es eine Verwirrung, ob 17 Uhr oder 17.30 Uhr. Aber Sie sehen, die treuen Fans warten alle noch hier mit mir. Also zunächst möchte ich mal sagen, vielen, vielen tausend Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, tatsächlich in unserem Kreis mit uns zu sprechen und mit mir in dem Fall im ersten Moment zu sprechen, weil ich weiß es nicht, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was für einen Wahnsinn Sie gerade erleben. Also wahrscheinlich will schon sonst keiner mit Ihnen tauschen in Ihrem Beruf, aber ich glaube, seit 6 Monaten will, glaube ich, überhaupt niemand mit Ihnen tauschen. Deshalb ein ganz, ganz herzliches Dankeschön als allererstes erstmal von mir, dass Sie sich die Zeit nehmen und eben sofort die Bereitschaft hatten, eben mit uns zu sprechen. Wer sind wir? Was sind wir? Wir sind das Frauennetzwerk der Messe München und haben in 3 Standorten München, Hamburg und Berlin mittlerweile 1000 Frauen in Managementberufen, die tatsächlich ganz, ganz viel sich austauschen, sehr aktiv sind. Wir haben auch tatsächlich den Lockdown sofort genutzt, um alles digital zu machen, haben an die 40 Webinare in den letzten Wochen schon gemacht, primär mit Damen aus unserem Netzwerk, die im Grunde das zur Verfügung stellen, was sie schon können. Und ich habe die ganzen Wochen schon drüber gedacht. Ich habe immer natürlich als fleißiger bayerischer Staatsbürger habe ich immer die Pressekonferenzen verfolgt und habe immer gedacht, Mensch, Frau Hummel, die müsste eigentlich in unser Netzwerk. Also von daher sind Sie herzlich eingeladen, falls Sie mal wieder Zeit haben später. Aber eben auch, ich würde ganz gern mit Ihnen einfach ein Gespräch führen. Und so kam es zustande und deshalb umso schöner, dass Sie heute da sind. Ich habe so ein bisschen ganz bewusst, glaube ich, andere Fragen mal so, die ich Ihnen stellen will, weil ich glaube, das Thema inhaltlich, fachlich Covid-19, das, also wahrscheinlich träumen Sie schon so und wir wollen es tatsächlich im Detail, glaube ich, auch schon nicht mehr diskutieren. Das, was mich aber einfach interessiert, ist so der Weg, was ist denn in Ihrem Leben passiert, seitdem Sie sozusagen, 27.01. gab es den ersten bestätigten Corona-Fall in Bayern, da hat sich doch Ihr Leben wahrscheinlich einmal im Schleudergang verändert. Das ist korrekt. Erstmal sorry, bei uns steht überall im Kalender 17.30 Uhr, also von daher alles war klar. Ich ganz relaxed, gerade noch in einem Radio-Interview und bin jetzt ja auf 17.30 Uhr gepolt hier reingekommen. Alles gut. Also von daher sorry, aber ich denke, das ist wunderbar, dass Sie wirklich auch so viel Geduld hatten, jetzt mit zu warten. Ja, es hat sich einiges verändert. Vor allem muss man einfach sagen, dass meine Familie ist ja gewohnt, dass mein Arbeitsplatz in München ist und wir in Bamberg leben. Also die kennen das, dass ich viel auch hier bin. Aber ehrlicherweise war ich natürlich im gerade März, April, schon Februar beginnend, also kaum noch eine Nacht zu Hause. Das muss man einfach so definitiv sagen. Und gleichzeitig ist es bei uns dann doch so, dass wir auch gerne die Großeltern mit eingespannt haben. Das sollte man dann ja auch nicht mehr tun. Also sprich, mein Mann war plötzlich für beide Jungs relativ alleine zuständig. Ich muss aber gestehen, das hat ihnen eigentlich auch gut getan. Aber das war natürlich schon ein ganz schöner Schnitt und es dann da mein Mann auch noch selber beruflich tätig ist, ist das natürlich auch alles dann etwas organisatorisch wie bei ihm auch noch gewesen oder einfach halt die Zeit, die er dann, wo er dann gucken musste, wann er früh aufgestanden ist, um die Dinge zu erledigen, die er beruflich noch machen wollte. Aber er hat vom Homeoffice gearbeitet, wahrscheinlich. Er hat viele Homeoffice gemacht. Das war sehr, sehr gut gewesen. Und ich fand es auch ganz spannend. Unser großer Sohn ist 8 Jahre alt. Und als sie dann mich an einem Wochenende besucht haben, hat er erstmal so vorsichtig gesagt, also nach München? Da ist so viel Virus, Papa, sollen wir da wirklich hinfahren? Das Argument, mit Mama sieht, war da natürlich groß genug zu kommen. Aber es war schon spannend, auch für mich, wie Kinder dann trotzdem vieles mitbekommen, obwohl man ja jetzt sie nicht ständig mit Informationen füttert oder so. Aber wie viel dann doch da ja an Aufmerksamkeit auch da ist. Ja, ja. Wenn Sie mal so... Auch,
Und natürlich auch hier im Ministerium, das muss man einfach sagen. Also die vielen Stunden oder auch viel längere, ich meine, bin auch jetzt schon gewohnt, dass man auch abends länger arbeitet oder so, aber wirklich auch so dieses, wo wir sehr, sehr lange auch manchmal beraten haben, welcher Schritt ist jetzt notwendig, an was müssen wir alles denken, wer muss alles eingebunden werden und all diese Dinge, das war schon auch sehr und ist nach wie vor sehr intensiv. Jetzt haben Sie ja einen normalen Ministeriumsablauf, der bestimmt schon aufwendig ist. Und jetzt kam ja quasi sozusagen unser oberster Projektchef, gehe ich mal davon aus, war ja unser Ministerpräsident. Und dann gab es ja noch Staatskanzlei und sämtliche Ministerien. Was hat sich da verändert vom ersten Tag an sozusagen der Pandemie? Also sagen wir es mal so, der Ausbruch, die ersten Fälle, die ja bei dieser Firma im Landkreis Starnberg gewesen sind, da waren im Grunde genommen wir als Ministerium hier gefragt. Also da waren es alle Entscheidungen, die wir hier treffen konnten, weil das sehr lokal begrenzt war, weil man das ganz auch ganz gut in den Griff bekommen haben. Ich glaube, das kann man da wirklich sehr deutlich sagen. Und dann als aber die Reiserückkehrer dazu kam, nach den Faschingsferien, wo wir einfach gemerkt haben, es ist über dieses Ausbruchsgeschehen im Landkreis Starnberg, das wir gut in den Griff bekommen haben, jetzt wird es mehr. Und dann auch die ersten Fragen, müssen Schulen geschlossen werden, wie gehen wir mit betroffenen Kindern in Kindergärten um? Dadurch waren es plötzlich nicht mehr nur Gesundheitsministerium, sondern schon das Kultus- und Sozialministerium. Wie gehen die Ministerien mit ihren Mitarbeitern um? Auch das hat das Finanzministerium interessiert. Was muss ich für Informationen quasi rausgeben an unsere Beamtenschaft? Wie sieht es aus mit Homeoffice? Was bieten wir da an, wenn jemand auch, das Kind ist in Quarantäne, die Frau muss zu Hause bleiben oder der Mann und so weiter. Also all diese Dinge sind dann aber auch immer als Fragen an uns rangekommen, sodass wir, ich habe immer gesagt, wir haben ja auch noch die Geschichten gehabt mit, wie geht es den Krankenhäusern, wie ist die Versorgung, haben wir genug Testmöglichkeiten, haben wir genug Material, aber gleichzeitig waren wir auch immer bei den anderen Ministerien in Anführungszeichen noch dabei gewesen und haben hier noch mit unterstützt. Von daher war es dann irgendwann mal auch der Punkt gekommen, wo der Katastrophenfall ausgerufen wurde, wo dann auch das Innenministerium, unser Ministerium, das für die Katastrophenfälle, die auch ja wirklich quasi die Menschen auch haben, die sich, wenn normalerweise irgendwelches Schnee oder Wasser, Überschwemmungen und so weiter sind, dass man sagt, ja, was geht da und wie geht es? Und das ab dem Zeitpunkt war es auch richtig und gut, dass auch die Staatskanzlei ein Stück weit sich hier mit an die Spitze gesetzt hat, weil es eben nicht nur das Gesundheitsministerium war. Manche Anfragen auch einfach gebündelt werden musste. Und von daher war das, finde ich, auch richtig, dass es eben auch auf dieser Ebene, wo wir auch gemerkt haben, wie die Bundeskanzlerin die Ministerpräsidenten auch eingeladen hat und. Da waren es eben nicht nur die Gesundheitsminister, sondern es war wichtig, dass die Ministerpräsidenten sich auch da miteinander gekümmert haben. Und der Markus Lüder war ja selber auch Umwelt- und Gesundheitsminister hier in Bayern gewesen, deswegen ist er diesen Themen gegenüber sehr aufgeschlossen und hatte auch einfach viel Wissen. Das muss man, Schweinegrippe war damals, wie er Gesundheitsminister war hier in Bayern, also kann auch Infekt geschehen und so weiter. Hat das sich, glaube ich, ganz gut an seine Zeit damals erinnert und was dann die Schritte auch sind. Und gleichzeitig musste ich sehr schmunzeln, als ich gelesen habe, dass Herr Söder sich von Ihnen impfen lässt. Na klar. Also ich musste wirklich sehr, sehr schmunzeln, weil ich so dachte, na klar, da würde ich mir auch jemanden suchen, zu dem ich Vertrauen habe. Idealerweise aus dem eigenen Reihen an der Stelle. Okay. Was hat das für einen Unterschied gemacht, dass Sie Ärztin sind? Weil ich sage mal, wenn Sie jetzt reine Ministerin ohne einen fachlichen Background im Sinne eines Arzttitels oder was auch immer gewesen wären, hätte man sie wahrscheinlich auch weniger belastet, oder? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man auch diesen Background hat, weil man natürlich auch mit Kollegen ganz anders ins Gespräch zum einen kommt und zum anderen, weil einem einfach Dinge vertrauter sind auch. Was sind so Punkte, wie sind Infektketten, was muss beachtet werden, was heißt Tröpfcheninfektion, was heißt Aerosol und all diese, was ist der Unterschied zu einer Schmierinfektion und. Also einfach diese Begrifflichkeit, dass man das einem sehr vertraut ist. Gleichzeitig muss ich dann immer manchmal gucken, ich darf ja diese ganzen Rechtsverordnungen auch unterschreiben. Da muss ich mich dann immer manchmal ein bisschen gucken, dieses
beamtenrechtsjuristischere Deutsch sozusagen steht genau das drin, was wir auch wollen. Und okay. Das ist so, aber manchmal muss man dann kurz nochmal, finde ich zumindest, nachfragen. Und ich erinnere mich an einen Brief, der hat bei mir der bayerische, der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer angerufen und hat gesagt, lesen Sie mal als Kollegin diesen Brief. Und da habe ich gesagt, okay, von der Sprache her doch sehr juristisch. Wir gucken nochmal, dass man einfach da schon zwischen den Professionen manchmal keinen Bruch reinbekommt, weil der eine einfach das anders liest oder es eben auch dadurch anders versteht. Und der hat mich eben dann darauf hingewiesen, hat gesagt, also die Kollegen hier lesen das so und so. Und dann habe ich nochmal drauf geschaut, habe gesagt, nee, aber gemeint ist es eigentlich schon so und so. Und dann haben wir es einfach nochmal anders formuliert. Da finde ich es dann einfach sehr hilfreich, dass man dieses Background hat und wo dann auch einfach der ein oder andere auch einfach auf einen zugeht und sagt. Ich hatte auch einige Kollegen von früher angerufen, auch eine Kollegin, die jetzt gerade in einem Krankenhaus gearbeitet hat, wo besonders viele Patienten auch gewesen sind und eben gesagt hat, also bitte jetzt sorg mal dafür, dass hier Masken herkommen, weil langsam wird es eng. Also das ist okay. Ja. Ich habe heute gerade selber einen Arzttermin gehabt, spannenderweise, und dann hieß es plötzlich, wir wissen gar nicht, ob wir genug Testkapazität noch haben nach dem Sommer. Da ging es eben gerade um diese Kita-Geschichten mit Urlaubsrückkehrer. Aber ich glaube, das sind so Themen, die natürlich jeden Tag bei den Menschen aufploppen, und jeder hat ja seine individuelle Situation, die dann kommt. Also bei den einen kommt jetzt Urlaub, weil Ferienbeginn ist, und die stellen sich halt dann die Frage, wie ist das? Müssen wir am Flughafen getestet werden? Dürfen wir uns testen lassen? Ich glaube, die sind ja Fragen, die noch wahrscheinlich uns Monate beschäftigen werden, wenn nicht Jahre. Ja, das ist korrekt. Also gerade wir haben ja dieses Testangebot gemacht. Das ist ja im Zuge der Teststrategie. Es gibt ja noch einen Baustein. Es wird immer sehr auf diesen einen Punkt sehr fokussiert. Deswegen ist mir immer wichtig, dass man auch weiterhin, wenn jemand Symptome hat, wenn jemand Kontaktperson ist, dass die Priorität zu testen sind. Das ist einfach wichtig. Aber es gibt eben dieses Angebot auch, dass wir wollen Reihentestungen, Seniorenheimen und so weiter, aber eben auch anbieten, gerade für Erzieherinnen, für Lehrkräfte, gerade eben nach der Urlaubszeit. Da ist es schon auch so, ja, da ist jetzt, wenn jetzt noch die Flughäfen dazukommen, ist bei mir auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wie sieht es mit unseren Kapazitäten aus? Wie können wir die noch weiter nach oben schrauben? Wir nutzen im Moment werktags im Schnitt 20.000 Tests. Wow. Wir hatten aber schon mal einen Tag, da waren wir fast bei über 26.000 Testungen. Also Sie merken, es ist schon immer noch eine Spanne, einfach sieht man allein in den zwei Zahlen da. Im Schnitt, wenn man die Wochenenden mitrechnet, sind es so 15.000 bis 18.000 Tests am Tag, weil am Wochenende testet nicht jedes Labor. Deswegen gehen dann die Zahlen immer relativ runter. Und wir haben auch die Rückmeldung, dass das ein oder andere Labor auch noch Kapazitäten aufbauen könnte. Aber wir sind uns jetzt schon auch nochmal am Überlegen, welche Alternativen könnten wir noch anbieten. Wir haben ja von etlichen zugeschickt bekommen, wir bieten euch und so weiter an. Bisher nutzen wir unsere Laborärzte vor Ort, die da sind. Und wir sind jetzt am Schauen, ob es da noch weiteres gibt, was man eben auch nutzen könnte, wenn man eben auch vielleicht, ich sage jetzt mal, an einem Punkt sehr viele Testungen braucht und die nächsten Tage dann wieder nicht. Dass ich hier dann punktuell sage, da, und das sind wir jetzt gerade auch in unserer Fachabteilung hier am Schauen, was da alles noch gut möglich ist. Weil Sie gerade sagen, die Fachabteilungen, die müssen ja einen unglaublichen Sprung im Sinne von Systematiken schaffen, jetzt gemacht haben, weil es war ja die ersten Wochen, war ja alles, also ich kann nur das, was ich aus dem Nähkästchen plaudern kann, also mein Mann hat bei der Messe München ja auch mitgeholfen, etwas zu bestellen, und ich selber habe ein paar Kontakte aus China gegeben, und wir haben mitgekriegt, welche Uhrzeiten SMSen kamen von Ministern, von Staatssekretären, so, also da war ja alles sehr tatsächlich notwendig und ad hoc, und das muss ja jetzt in einen Regelkreislauf im Grunde überführt werden, und da hat wahrscheinlich jedes Ministerium auch gerade eine echte Lernkurve, weil das ist ja noch nie so schnell wie in Krise notwendig, sowas. Ja, deswegen war es auch sehr sinnvoll, dass wir den Katastrophenfall ausgerufen haben, weil wir dadurch natürlich das eine oder andere auch an Möglichkeiten hatten, wo du auch mal ein schnelleres Verfahren wählen konntest, weil es ist ja
sagen wir es mal so, es wird Fragen vielleicht geben in ein paar Monaten, wo sich dann keiner mehr dafür interessiert, dass da wirklich in dem Augenblick hier Ärzte angerufen haben und gesagt haben, also wir wirklich auch Kliniken, die hier angerufen haben in, was weiß ich, normale Operationen können auch nicht mehr stattfinden, wenn ihr nicht irgendwann mal Material liefert. Ja, dass man dann vielleicht das eine oder andere eben an Schnellbeschleunigung auch in Prozesse reinbringen musste, ist jetzt, hat jeder verstanden in der Krise. Aber ob es in ein paar Monaten noch genauso gesehen wird. Und dadurch ist es, glaube ich, schon recht wichtig, dass wir da auch strukturiert natürlich das dann auch angegangen sind. Aber es hat natürlich auch ein bisschen gedauert, bis wir in der Struktur waren, weil das kostet ja auch wieder Zeit, die Struktur sich zu überlegen. In der Zeit hat derjenige vielleicht schon wieder etliche Anrufe machen können, um was zu bestellen. Also, aber das war eben sehr, sehr wichtig und sind wir dann auch sehr zügig angegangen. Und ich kann auch sagen, wir haben heute im Kabinett ja beschlossen, dass wir so ein zentrales Pandemie-Zentrallager haben werden, wo wir Ware für so 6 Monate vorhalten werden. Also von daher hoffen wir, dass wir in diese Situation so schnell nicht mehr kommen. Aber wie schon gesagt, das war spannend. Das war auch für uns natürlich spannend. Das Ministerium kauft normalerweise keine Masken. Also da muss man auf den Markt orientieren, der in dem Augenblick zusammengebrochen ist. Also von daher habe ich auch echt großen Respekt auch an Kollegen im Kabinett, die damit geholfen haben, aber auch an die Mitarbeiter hier im Haus, die wirklich zum Teil Wege gefunden haben, die wirklich auch gut sind. Oder auch die Messe München hat uns ja mit unterstützt, VBD hat uns mit unterstützt, Flughafengesellschaft war dabei gewesen, also wo man einfach auch hier in Bayern Strukturen nutzen konnte, die gesagt haben, wir haben internationale Beziehungen, wir bahnen euch einen gewissen Weg. Also das war schon echt hilfreich. Jetzt, wenn man Sie so anschaut und reden hört, ich habe so das Gefühl, Sie wirken total relaxed und entspannt und ich kann das gar nicht fassen, weil ich immer so denke, um Gottes Willen, was liegt da alles Schweres auf dem Tisch, weil es ist ja auch schwere Kost. Es ist ja nicht so, dass wir über ein Thema reden, was jetzt ein kurzfristiger Krisenherd ist, der ein paar Menschen betrifft. Also wenn man gerade nach Amerika schaut, dann sieht man ja, was das machen kann mit Ländern oder Brasilien, Indien und so weiter. Jetzt haben Sie ja sicher auch mal die ein oder andere offene Frage gehabt, wo auch Sie keine Antwort haben. Und jetzt müssen Sie, also unabhängig jetzt, was Sie einem Ministerpräsidenten sagen, aber da ist vielleicht sogar noch leichter zu sagen, du, ich habe jetzt keine Antwort, aber was sagen Sie da in solchen Fällen oder wie gehen Sie in Ihrer Führungsart damit um, dass so Unwägbarkeiten da sind, die Sie selbst nicht beeinflussen können? Wie gehen Sie damit um, wenn Sie jetzt auf Ihre Mitarbeiter oder sprich auch in Interviews natürlich permanent belagert werden? Zwei Antworten sozusagen, weil das eine ja, das ist die Außenkommunikation und die Innenkommunikation. Und mir ist es immer wichtig, wir können nur bestmöglich alles tun. Und es gibt einfach Situationen, die können wir nicht ganz planen. Wir können allen Menschen sagen, wie sie sich zu verhalten haben, aber ich kann nicht bei jedem hinten dran stehen und es kontrollieren. Also es muss auch ein Grundvertrauen, denke ich, in die Bevölkerung da sein. Die haben auch toll mitgemacht. Aber es gibt auch ein paar Unvernünftige, die kann man versuchen zu finden, aber wir werden es nicht, 100% Sicherheit gibt es nicht. Also von daher war es mir von Anfang an sehr wichtig, auch den Mitarbeitern zu signalisieren, ich merke, was hier geleistet wird und jetzt bin ich auch von naturell her jemand, der sich nicht schnell aus der Ruhe bringen lässt. Das heißt aber nicht, dass man nicht bestmöglich dran ist. Also das war auch ein Lernprozess, den mancher vielleicht dann auch so erleben musste. Das heißt nicht, wenn ich jetzt im Hamsterrad hier rumrenne, bringt es auch nichts, sondern es geht darum, Struktur reinzubringen, zu überlegen, was ist der nächste Schritt, der wichtig ist und das dann auch entsprechend anzugehen. Und also von daher fand ich aber ein ganz schönes Kompliment, was wir als Ministerium bekommen haben. Und zwar, wir hatten ja Mitarbeiter auch aus anderen Ministerien und ein Mitarbeiter, der dann wieder zurückgegangen ist in sein Stammministerium sozusagen, der hat in der Telefonschaltung dann noch gesagt, sich bedankt für die alles, was er hier quasi erleben durfte und hat dann, und das hat mich wirklich echt selber sehr gefreut, er hat gesagt, und er hat hier erleben müssen, dass egal wie stressig es ist, dass man trotzdem in der Kommunikation freundlich geblieben ist. Schön. Und dass man eben trotz alledem bestmöglich versucht hat, zusammenzuarbeiten und auch, ich sage jetzt mal, den Stress nicht versucht hat, noch weiterzugeben in dem Sinne, sondern eher versucht hat zu sagen, okay, bitte in einer halben Stunde brauche ich es, aber ich weiß,
wenn es 35 Minuten sind, du hast dein Bestes gegeben. Und, das hat mich einfach sehr, sehr gefreut, weil er so schön noch hinzugefügt hat, er hat es auch schon anders kennengelernt. Und da habe ich mir gedacht, das hat mich für unser Haus einfach echt gefreut. Er hat es so sympathisch auch rübergebracht, dass er einfach gesagt hat, er hat hier erleben dürfen, dass man auch im größten Stress noch einfach miteinander in der Kommunikation gut umgehen kann. Und selbst in diesen Zeiten. Ja. Und das zweite, Kommunikation nach außen, ist natürlich manchmal nicht ganz so simpel, insoweit, wenn man gefragt wird, ja, wie sieht es in 2 Tagen aus? Und du denkst, ja, wenn ich Hellseherin wäre, wann ist es zu Ende? Ja, gut, wenn ich das wüsste. Und also, wir hatten ja Zeiten, wie die ersten Fälle da waren. Du warst ja von Kameras umringt. Du hast ja immer gedacht, oh Gott, was sozusagen, ja, wird schon eine Antwort einfallen. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade vorhin noch mal ein Radiointerview gegeben. Und manchmal ist es dann irgendwie, da hast du gesagt, dass du zu dem Themenbereich jetzt schon dich äußern kannst, aber andere Fragen einfach im Moment noch keine Antwort da sind, weil wir da gerade was in der Konzeptionsphase noch sind. Und dann finde ich es ein bisschen anstrengend, wenn dann genau diese Fragen aber kommen, wie läuft es dann genau ab? Und dann sagst du wieder, und dann denke ich mir immer, das ist für den Hörer ja auch blöd, wenn du dann in dem Sagen nur sagen kannst, wir sind jetzt gerade noch in der Konzeptionsphase, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Da muss ich gerade sagen, da habe ich mich gerade vor ein paar Minuten echt nochmal so ein bisschen geärgert, in Anführungszeichen, was selten bei mir geschieht, weil ich denke, ich will ja informieren und ich habe ja ein Interesse dran, dass die Bevölkerung mitgenommen wird. Aber es gibt halt manchmal auch ein paar Tage, wo man vielleicht auch überlegen muss, wie man es macht, damit es vernünftig ist. Und wir haben aber leider im Moment so eine Welt, wo man eigentlich schon die Fragen von übermorgen am besten beantwortet. Das bemühen wir uns und tun unser Bestmögliches, aber es gibt auch manchmal, wo man einfach sagen muss, nee, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich will erst ein Konzept haben, wo mich selber auch überzeugt und dann kann ich es auch kommunizieren. Aber das ist natürlich, das ist immer manchmal nicht ganz simpel. Ich verstehe auch den Informationsbedarf der Bevölkerung, also das muss ich auch sagen. Also die Journalisten machen da ja auch einen sehr guten Job und haben auch in der Pandemie uns jetzt vielfach ja auch mit Informationen für die Bevölkerung auch das gut transportiert und mitgeholfen. Aber es gibt halt manchmal Fragen, die du jetzt noch nicht so beantworten kannst und nicht, weil du es nicht willst, sondern weil du einfach für manche Konzeptionen halt ein paar Tage auch brauchst. Und also ich finde schon auch, dass wir, also gerade in Bayern und in Deutschland, da echt vorn dabei sind, was auch Kommunikation angeht. Ich finde aber zum Teil schon sehr, sehr, ich kann gar kein Wort dafür finden, also ich finde es schon manchmal sehr komisch, welche Fragen und welche Themen Journalisten dann aufwerfen. Und also das, ich kann das gut nachvollziehen, dass sie Fragen gestellt kriegen, wo sie sagen, ich habe einfach noch keine Antwort. Und natürlich ist das deren Geschäft. Die Masse, glaube ich, hat das sehr, sehr gut gemacht. Nichtsdestotrotz habe ich mich jetzt als Endverbraucher doch sehr gewundert, dass dann so große Einheiten, große Verlagshäuser, die eigentlich ein wahnsinnig starkes Netzwerk online haben, dass solche dann einfach die Informationen, wie zum Beispiel am Anfang, wo kriege ich eine Maske her, was ist der Weg, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich infiziert, dass das dann irgendwelche, keine Ahnung, Plus- oder Bezahlinhalte waren. Also das habe ich als Endkunde sozusagen, da habe ich mir manchmal die Frage gestellt, wo soll jetzt der jemand, der nicht so agil online ist, wie wir alle wahrscheinlich, wie soll ein älterer Mensch oder jemand, der quasi nur die Tagesschau anschaut oder die Rundschau oder die Abendschau oder was auch immer, wo soll der die Information hinkriegen? Aber es ist ja schon gut, wenn Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie ganz gut abgeholt und supportet wurden von den Journalisten, weil ich glaube, das war auch eine halbe Miete, dass die Menschen so gut mitgemacht haben über so viele. Das ist korrekt. Also wie schon gesagt, es geht nicht darum, dass man nicht kritische Fragen auch mal beantwortet. Darum geht es gar nicht. Aber dass eben auch dieses Informationen weitergeben oder wo bekomme ich Informationen her oder dieses Erklären, warum ist was so, doch vielfach auch für die Menschen wichtig war, weil man natürlich auch ein bisschen ging einem ja oder geht einem manchmal selber so, da denkt man sich ja, wieso macht man das jetzt genau so und wie ist die Regelung? Mir ist es an einer Stelle damals auch, ich habe immer gesagt, ich muss die Regelungen selber gut erklären können.
Also und deswegen und die Notwendigkeit, weil sonst wird es, glaube ich, einfach schwierig. Und da muss man schon ein bisschen dann immer aufpassen. Es gab so eine Situation, da hatten wir in Bayern noch die Ausgangsbeschränkung, wenn Sie sich erinnern. Also man durfte nur aus triftigen Gründen nach draußen gehen. Und der Besuch zum Beispiel innerhalb der eigenen Familie, also die eigene Familie, im eigenen Haushalt, ja, aber jetzt nicht zu den Großeltern nach ein paar Straßen weiter, so ungefähr. Und gleichzeitig hatten wir dann ja aber die Regelung, dass wir wieder mehr Geschäfte zugelassen haben. Also mussten wir in unsere Regelung aufnehmen, nicht nur Nahrungsmittel, Geschäfte, Bäckereien und all diese Dinge, sondern auch Schuhgeschäfte, Juweliere und so weiter. Das war damals diese etwas kleineren Räume unter diesen 800 Quadratmeter. Und dann hatte ich gesagt, das heißt, quasi, ich kann meine Mama zufällig im Schuhgeschäft treffen, aber ich darf eigentlich nicht sie zu Hause besuchen. Da habe ich gesagt, das passt nicht mehr zusammen. Und dann haben wir das ja auch sehr schnell geändert, dass die Ausgangsbeschränkung zu einer Kontaktbeschränkung wurde, dass man eben gesagt hat, ja, man darf wieder raus, aber man soll eben diese Abstände halten und vielleicht nicht zu jedem, also nicht x-beliebig, sondern erstmal im eigenen Familienkreis, eigener Haushalt, dann zweiter Haushalt, jetzt die 10 Personen. So haben wir das immer weiter aufgedehnt. Aber es gab so ein paar Tage, nicht lang, wo ich gesagt habe, jetzt passt es nicht mehr zusammen. Jetzt dieses, wir erlauben nicht, dass sich Familien treffen dürfen. Also ich bleibe nochmal bei dem Beispiel Kinder und Eltern, wenn sie getrennt in verschiedenen Häusern leben. Aber beim Einkaufen, ich sage genau beim Schuhgeschäft, ich darf wieder Schuhe einkaufen, aber meine Mama nicht besuchen. Das habe ich gesagt, passt nicht zusammen unter dem Gesichtspunkt, ich darf nur aus triftigen Gründen das Haus verlassen. Und das haben wir dann auch sehr schnell verändert. Was war denn so, wenn Sie jetzt zurückblicken, was war denn die aller schwierigste Entscheidung, wo Sie selber am meisten mit sich oder mit Themen gerungen haben? Für mich war der Bereich der Seniorenheime, das komplette Besuchsverbot auszusprechen, eine sehr schwere Entscheidung gewesen. Deswegen hatten wir in Bayern auch erstmal, dass man zumindest diese eine Stunde, eine Person noch kommen darf. Das haben wir dann ja auf komplettes Besuchsverbot, weil mir schon dieses... einerseits haben wir einfach gemerkt, dass wenn in Seniorenheimen Infektionen reinkommen, dass es dann einfach vielfach schwerkranke bis Todesfälle gegeben hat und gleichzeitig aber dieses, der Mensch lebt ja auch von Kommunikation und gerade im Seniorenheim kannst du ja nicht rausgehen, jemanden sehen oder dich anderweitig doch eine Kommunikationsmöglichkeit herstellen. Da ist es halt weniger so, dass man jetzt mal hier Skype, Webinare abhält oder sonstige Dinge. Und das hat mir damals schon etwas, ich sage jetzt mal wehgetan, das so machen zu müssen. Aber wir haben einfach die vielen Todesfälle gehabt und dann musst du entscheiden, wohin kann der Weg gehen. Das war im Nachhinein was richtig gewesen, aber die Entscheidung ist mir schon schwer gefallen. So von der ganzen Entscheidungsfähigkeit, haben Sie an sich selbst beobachtet, dass Sie in der Krise etwas verändert haben? Ich glaube, mir war es immer wichtig, die gute Rückkopplung auch mit der Staatskanzlei zu haben. Ich habe mich da auch mit dem Kollegen recht häufig ausgetauscht, auch mal mit dem Ministerpräsidenten. Es gab ja auch einiges, was auf der Ministerpräsidentenkonferenz wiederum entschieden wurde und so weiter. Also ich glaube, dass wir da einfach als Team auch gut funktioniert haben, wenn ich das so sagen darf, auch mit den anderen Kollegen, weil es ja... wir haben unwahrscheinlich viele Hygienekonzepte bewerten müssen vom Haus her. Aber es war wichtig, dass die anderen Häuser die eben mit ihren Fachverbänden aufgestellt haben, weil das geht bei uns in der Breite gar nicht. Also Sportgeschichten hat das Innenministerium als Sportministerium gemacht. Dann haben die eben mit den Verbänden Fußball und allen, was es da so gibt, eben auch Breitensport und so weiter, vorab gesprochen, wie könnten wir schrittweise das machen. Dann haben sie uns was vorgelegt, dann haben wir das aus Hygienegesichtspunkten angeschaut. Und da gab es manchmal über ein Wochenende, glaube ich, 10 Konzepte, die wir mal bewerten mussten. Gleichzeitig hast du dir immer, meine Mitarbeiter haben auch gesagt, naja, wir können es nicht einfach nur so weitergeben, weil wenn dann was passiert, dann schaut mal auf uns. Also wird gesagt, naja, warum habt ihr das denn zugelassen sozusagen? Gleichzeitig ging es ja darum, wir wollen ja schrittweise wieder mehr öffnen, wieder mehr ermöglichen. Also das war dann schon manchmal tricky gewesen. Da war es zum Beispiel bei mir mit den Chören, wo ich ehrlicherweise auch etwas gezögert habe. Ich habe selber in 3 Chören früher mal gesungen. Ich singe wirklich gerne, aber wo ich einfach
Beispiele erleben musste, wo eben über eine Chorprobe Ansteckungen stattgefunden haben. Mhm. Wenn man von Aerosolen spricht, das ist halt beim Singen nun mal so. Aber auch da war es dann irgendwann mal, wo man gesagt hat, ja, hat eine Mitarbeiterin von mir dann irgendwann mal so schön gesagt, irgendwann mal müssen wir springen. Machen wir es doch jetzt. Und dann gesagt, okay, dann wagen wir es und wenn nicht, müssen wir halt wieder zurückgehen. Also Jetzt sind wir ja eh noch relativ streng unterwegs im Verhältnis zu anderen Bundesländern und überhaupt anderen Ländern. Können Sie einen kleinen Ausblick geben, wo Sie sagen, Mensch, wir glauben selber, in so eine Richtung wollen wir uns jetzt bewegen? Ich glaube, es ist schon wichtig, was wir alles ermöglicht inzwischen haben. Auch so dieses, wirklich wie dieses Treffen auch, die Öffnung der Spielplätze für die Kinder wieder, dass wir Schulen, Kindergärten und so weiter. Also all diese Bereiche, ich glaube, die sind unwahrscheinlich wichtig auch. Wir sind gerade mit dem Sozialministerium auch am Reden, ab wann darf ein Kind, wenn es leicht erkältet ist, in den Kindergarten und wann nicht. Auch da wird es keine 100% Sicherheit geben, das muss man auch so deutlich sagen. Aber auch da müssen wir uns irgendwann mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, wenn in diesem Gebiet bisher keine Infektionen gerade da sind, dass die laufende Nase ein simpler Schnupfen ist und das Kind trotzdem in den Kindergarten gehen kann, ist halt da. Wohingegen, wenn ich vielleicht gerade in der Region unwahrscheinlich viel Infektionen habe, sagt man sich, okay, vielleicht wäre doch ein Test ganz gut oder so. Aber da müssen wir noch ein bisschen mehr, vielleicht auch da ist noch viel Unsicherheit da, das erlebe ich. Und da würde ich mir wünschen, dass wir noch mehr Routine in dem Umgang bekommen, um Ihre Frage sozusagen zu beantworten. Wir werden sicherlich bei einigen Dingen auch weiter darauf achten müssen. Mir geht es ja manchmal selber so, wie hält man Abstand oder nicht. Ich bin zum Beispiel auch wieder auf jemanden zugegangen, hätte fast die Hand geschüttelt, habe mir gedacht, nein. Das glaube ich einfach, das ist zwar so schade, aber dass wir da hier noch weiter einfach ein Stück vorsichtig sein müssen. Gleichzeitig ist es aber auch wieder schön zu erleben, jetzt auch an den eigenen Kindern, wenn sie ihre Freunde auch einfach wieder treffen können. Ja, klar. Und hoffentlich, dass Sie auch ein paar Minuten öfter zu Hause in Bamberg verbringen können, wieder mehr als wahrscheinlich jetzt der Fall ist. Oder Sie nach München zu holen. Das geht ja auch. Genau. Es fangen ja auch, gerade Herr Kurz hat ja heute wieder die Maskenpflicht wieder auch selbst ausgerufen. Also man sieht ja auch, dass in manchen Ländern, in Frankreich seit Montag wieder, das heißt in öffentlichen Räumen wieder Maskenpflicht. Das ist schon, ich glaube, also mir haben so viele Menschen gesagt, ob sie jetzt die bayerische Politik gemocht haben bisher oder nicht. Also wirklich, das ist ja immer ganz personenabhängig. Ja. Aber ich habe so ganz, ganz viele Menschen gehört, die gesagt haben, ich bin wirklich stolz, dass ich in Bayern lebe, weil ich fühle mich dort sicherer. Und das muss doch auch ein wunderschönes Kompliment sein, weil gerade in der Politik, man kriegt ja, also Lob ist ja eher, also wenn überhaupt Mangelware und gescholten und geprügelt wird man ja sofort und für Dinge, die man auch gar nichts kann. Also ich muss gestehen, es ist so, dass wir, natürlich gibt es auch diejenigen, die unzufrieden mit uns sind. Also so manchmal, wenn man so manche Posts aus Facebook liest, da denkt man sich, okay. Aber im Großen und Ganzen geht es mir auch so wie Ihnen. Und ich fand es ganz schön, ich war am letzten Wochenende, da hatte ich unserem Vierjährigen versprochen, dass ich mit ihm in die Stadt gehe. Und das haben wir auch gemeinsam gemacht. Dann waren wir an so einem Café schon vorbeigelaufen. Und dann ist wirklich eine Frau aufgesprungen, uns hinterhergelaufen, um einfach mir quasi zu danken und zu sagen, dass ich auch dem Ministerpräsidenten sagen soll, dass sie vielleicht nicht unbedingt immer auf CSU-Linie ist und war, aber dass sie es trotzdem toll findet, wie wir das machen. Und das war einfach echt schön, weil die ist da wirklich bewusst uns jetzt nicht nur, also man begegnet ja manchem und der sagt dann Hallo und erzählt das, aber die ist wirklich mir hinterhergelaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Unser Jeremia hat es dann auch so eine Minute gut toleriert, bis er dann angefangen hat, an meiner Hand zu ziehen und dann sind wir auch weitergegangen. Es ist meine Mama und mein Nachmittag. Genau, heute. Die gehört jetzt mir. Zu Recht, vollkommen zu Recht, wenn man das so sagen darf. Wir haben ja bei uns im Netzwerk eben viele Frauen, die Verantwortung für große Firmen, für eigene Firmen haben, die in Konzernen ganz oben stehen, die aber auch eben Einzelkämpferinnen sind, Selbstständige sind etc. Wir haben ganz unterschiedlich und wir haben oft diskutiert in dieser Corona-Zeit, was sind denn so die Herausforderungen, die wir haben, und wir haben immer wieder auch gesagt, wie wichtig das die gute Information ist, aber auch die Klarheit eben auch
unpopuläre Entscheidungen treffen zu müssen. Und gerade jetzt kamen so die ein oder anderen, die, und das haben wir immer wieder als offenen Themenpunkt gehabt, zu diskutieren, dass wir sagen, Mensch, wie ist denn, wir haben jetzt ein großes Stück geschafft. Wir wissen alle nicht, was passiert. Kommt eine zweite Welle? Wie, wenn sie kommt, wie stark trifft sie uns? Jetzt sind wir besser vorbereitet, mit Sicherheit. Jetzt haben wir mehr Material, mit Sicherheit. Aber es weiß ja im Grunde keiner, was passiert eigentlich nach den Sommerferien, was passiert, wenn die nächste Schnupfenzeit kommt. Nichtsdestotrotz kommt aber auch die Frage auf, die ganzen Unternehmerinnen, die jetzt zum Beispiel sagen, wie mache ich es denn am besten? Lasse ich jetzt zur Sicherheit meine Mitarbeiter weiter von zu Hause arbeiten, wenn es nicht irgendwie eine Notwendigkeit gibt, vor Ort zu sein in den Büros? Gleichzeitig kamen auch schon andere Firmen um die Ecke, wo wir diskutiert haben, wieso kann jetzt ein Unternehmer so ganz einfach seine Büros abbauen, um schnell Kosten zu sparen, um die Bilanz wieder schöner zu machen, durch die Verluste natürlich. Und dann sagt er einfach am Mitarbeiter, du musst ab sofort zu Hause arbeiten. Also wir erleben gerade so, ich will jetzt nicht sagen Unsicherheit, das ist natürlich immer eine persönliche Entscheidung, die getroffen werden muss, aber es sind so Fragen, die jetzt erst loskommen. Wie wird uns das nachhaltig da beeinflussen? Was ist da Ihre Haltung dazu? Also ich glaube, dass einiges auch dieser Bereich, was war denn, was ist alles an Homeoffice möglich? Also da haben ja manche ganz baff erstaunt, dass dann die Leute von zu Hause aus auch erreichbar sind. Ja, Wahnsinn. Also solche Dinge, auch im Ministerium, ich formuliere das jetzt mal wirklich so ein bisschen überspitzt. Also ich hoffe, dass da manches, wo es notwendig ist und möglich ist, auch sich beibehält. Aber natürlich, wenn es darum geht, wie Sie schildern, dass man eigentlich eher das Büro spart sozusagen, dann ist das natürlich nicht unbedingt im Sinne des Erfinders, wenn ich das so sagen darf. Es geht ja auch, das wissen wir ja trotzdem auch, dass so ein Austausch in den Büros schon auch wichtig ist, bei all dem, was man an Möglichkeiten hat. Und gleichzeitig auch jetzt Homeoffice und Kinderbetreuung zeitgleich halt auch nicht so wirklich die optimalsten Ergebnisse vielleicht voranbringen. Ich muss gestehen, ich habe auch schon Telefonschalten gemacht, da war ich auch mal zu Hause gewesen. Und unser Jüngster hat auch, der hat mich einfach trotzdem in Beschlag genommen, der war auch nicht mehr abgehalten. Was interessiert mich, Zoom oder Teams? Meine Mama ist da. Ja, genau. Ja. Und das ist dann halt auch mal so gut. Mhm. Aber von daher würde ich sagen, dass man manches von dem, was sich positiv eingespielt hat, man durchaus übernehmen sollte. Mir geht es zum Beispiel so, ich kann bei der einen oder anderen Sitzung viel mehr teilnehmen, als also zum Beispiel bei uns die Frauenunion trifft sich gerne am Freitagnachmittag. Da bin ich häufig schon auf dem Weg Richtung Oberfranken. Das heißt, wenn, dann müsste ich immer extra da bleiben und so weiter oder dann halt den Freitag auch noch komplett bis in den Abend hier sein, also so spricht es sich. Aber da bin ich meistens manchmal oft auf Terminen schon Richtung Franken unterwegs und so. Und jetzt kann ich da ganz bequem auch dran teilnehmen, weil wir es wie auch immer digitale Sitzung durchführen, Videoschalte und so weiter. Und plötzlich kann ich da ganz entspannt, egal wo ich gerade in Bayern bin, teilnehmen, was mir sonst nicht möglich ist. Also das finde ich schon sowas sehr Praktisches und ich glaube auch für Frauen sehr Praktisches. Aber natürlich sehnt man sich auch mal wieder danach, sich wirklich zu treffen. Ja. Jetzt sehen wir zwei uns sehr gut. Ich sehe so einige Bildchen. Aber was ist es nicht auch im Raum zu spüren? Sind die aufmerksam dabei? Langweilt sich's total? Also das ist schon was einem fehlt. Aber ich finde es eben auch praktisch. Und ich glaube, so eine Mischung ist einfach ganz gut. Also wir sind tatsächlich gerade am Überlegen, wir haben als Frauenverbinden-Netzwerk normalerweise pro Standort so 6 Veranstaltungen im Jahr, wo man sich physisch trifft. Und natürlich kommen die Anfragen jetzt schon, wann sehen wir uns denn mal wieder? Und also ich bin wirklich unsicher, weil ich natürlich würde ich mich total freuen, die einzelnen Frauen zu sehen, die auch Lust haben, sich daran zu beteiligen mit dem entsprechenden Abstand. Nur ich bin tatsächlich unsicher, ob wir und wann wir vor allen Dingen damit starten können, weil wir sind mittlerweile so groß, dass dann kommen da 120 Frauen und dann brauche ich eine Halle, die ist eine Messehalle groß und dann habe ich im Zweifel auch nicht den Effekt, weil so nah kann auch wieder nicht jede auf die andere zugehen. Ich glaube, das ist eine echte Schwierigkeit momentan noch. Ja, bei großen Veranstaltungen vor allem, weil wie Sie sagen, es ist natürlich, wenn man so weit und dann soll man immer Abstand halten und muss dran denken. Und dann ist es auch noch so,
sollte dann doch irgendeiner am Ende positiv gewesen sein, dann hat man hinterher die Scherereien. Mag jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, aber Scherereien bitte falsch verstanden, ich habe es sehr ungern gemacht. Also von daher ja und nein. Also gleichzeitig manchmal muss man es auch ausprobieren. Also ich finde, vielleicht muss man auch mal ein Format kleiner wählen oder man hat vielleicht was parallel oder wie auch immer. Es gibt ja dann vielleicht noch Möglichkeiten, wo ein Referent, dass man zwei Räume nutzt und die man sich gleich austauscht. Keine Ahnung. Also vielleicht gibt es dann solche Möglichkeiten, wo man sagt, okay, wir sind... haben auch mal anderes Format ein bisschen. Was ich so in Richtung Abschluss, damit die Damen noch ein paar Fragen stellen können, was mich interessieren würde, wir haben dieses, also wir sind jetzt, ich bin sicher keine Feministin, aber das Thema Frauen im Management und überhaupt, dass Frauen sichtbarer sind, das ist mir ein großes Anliegen, viele Jahre schon. Jetzt haben wir gerade in der Krise ja gelernt, dass die ganzen Statistiken, die haben Sie ja mehr gesehen als wir, dass wir im Grunde in den systemrelevanten Berufen in der absoluten Mehrzahl sind, aber eben auch Familienverbünde schmeißen und organisieren und nachts kochen und putzen und waschen und tagsüber Telefonkonferenzen machen, eben mit den Kleinen am Hosenbein oder eben auch nicht. Und gleichzeitig haben die Journalisten aber auch gesagt, wir waren sehr viel weniger sichtbar. Klar, da gibt's ja, das ist ja nicht grundlos. Jetzt bin ich schon ganz glücklich, dass so starke Frauen wie Sie natürlich wahnsinnig viel zu sagen hatten in der Zeit. Gleichzeitig, auch das ist immer wieder ein Diskussionsthema, zu sagen, wie können sich denn Frauen hier noch stärker positionieren, weil da gerade wird es jetzt spannend für die nächsten Monate, weil wenn wir weiterhin zu Hause sind, das Thema Schule vielleicht nicht 100% physisch sein kann, weiß man ja nicht ab 15. September, dann wird das Thema tatsächlich nicht besser werden, weil da die Frauen einfach extrem, also ich habe leider keine Kinder, aber meine Schwester hat 4, von daher kriege ich das live mit, wenn die dann anrufen und mir eine Hausaufgabe schicken und sagen, kannst du mal draufschauen, wir haben keine Lösung, wir haben keine Ahnung. Und ich dann leider auch sagen muss, ich kann es nicht, aber das ist schon so ein Thema, wo ich glaube, da müssen Frauen noch stärker gefördert werden. Hat sowas in Ihren Diskussionen, weil klar, Sie diskutieren mit dem Kultusministerium, Sie mit der Staatskanzlei etc., hat es da Platz, auch diese schwierige, trotzdem starke Rolle von Frau, findet die da Platz in Diskussionen? Ja, insoweit, dass es auch der Markus Söder wichtig war, es darum ging, auch für Familien dran zu denken, dass es eben auch wichtig ist, dass Kinder wieder in den Kindergarten können, wieder in die Schule können. Das war ein ganz großes Anliegen und da hat natürlich auch das Frauen können wieder mehr für ihre Arbeit, für ihren Job Zeit haben. Also da hat das eine große Rolle und gerade eben bei Markus Söder gespielt. Also das war ihm ein großes Anliegen. Da hat er irgendwann mal gesagt, Mensch, ich habe jetzt viel gehört und mir fällt auf und wie sieht es denn da aus? Also das war ihm ein großes Anliegen. Ich verstehe, dass ich mir manchmal gedacht habe, es trifft manchmal auch Männer wie bei uns zu Hause. Aber es ist natürlich mehrheitlich häufig die Frauen gewesen. Ja. Aber mein Mann war auch froh, der hat dann irgendwann mal auch gesagt, also jetzt macht mal wieder was auf. Ich muss mal wieder in die Kanzlei und so weiter. Also das war ganz spannend, auch familienintern sozusagen. Und aber es hat er wahrscheinlich schnell verstanden, dass Sie nicht wegen ihm eine Einzelfallentscheidung treffen können. Nee, keine Frage. Aber er hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn man 2 Wochen von den Schulen, von den Ferien jetzt gesagt hätte. Er sagt immer zu mir, ich glaube, dass viele Eltern das euch eher gedankt hätten, wenn ihr 2 Wochen weniger Ferien jetzt gemacht hättet, auch um Stoff nachholen zu können und so. Und wir haben heute auch nochmal im Kabinett drüber gesprochen, ob wir nicht auch welche Möglichkeiten es auch für, wenn nochmal Stoff nachgeholt werden muss oder so, ob es tatsächlich auch nochmal was. Aber das ist so jetzt am Rande. Aber das habe ich auch von vielen Eltern gehört, die gesagt haben, ey, bitte, wer soll so viel Urlaub nehmen? Vor allen Dingen, was sollen wir tun, wenn wir nirgends hinfahren sollen eigentlich und möglichst uns an die Regeln halten sollen? Also das ist sehr, sehr spannend. Ich habe noch eine letzte Frage, jetzt ganz persönlich. Was war für Sie damals der ausschlaggebende Grund, nach Ihrem Medizinstudium zu sagen, ich gehe in die Politik? Weil ich sage mal, ich kenne die meisten Ärzte, die ich persönlich kenne, die sind
Arzt tatsächlich, der Eid ist die Grundlage all ihren Lebens und des Atmens und so weiter. Und das ist ja auch eine ganz, ganz andere Richtung sozusagen, in die Sie gegangen sind. Was war für Sie da so das ausschlaggebende Momentum? Also mich hat Politik ein Stück weit immer schon interessiert und mich hat es immer geärgert, dass ganz viele Menschen gesagt haben, ja, die Politiker. Und dann hast du gesagt, ja gut, mach doch selber mit, wenn es dir nicht gefällt, was dort gemacht wird. Und aus der Motivation heraus habe ich mir dann gedacht, okay, dann sollte man vielleicht da schon mitmischen wollen. Ich gestehe, ich hatte dann ja mal die Frage, ob ich auf der Landtagsliste eben mitkandidiere. Und ich habe erst so ein bisschen gezögert, weil ich wollte eher so, habe gedacht, so Bezirkstag, da bist du Ehrenamt, kannst deine Medizin, Bezirkskrankenhäuser, sozialer Bereich, passt doch super, reicht. Und dann hatte ich das Angebot, auf der damals Landtagsliste mitzukandidieren. Und ich habe erst so ein bisschen hin und her überlegt. Dann gab es schon, wie hat einer, damals mein Kreisvorsitzender gesagt, also Mann hätte jetzt, würde da nicht so lange rumziehen. Schon entscheiden. Und dann war es eine Freundin, die gesagt hat, du sagst immer, wir, damals noch, weil ich ein paar Jahre jünger, wir Jungen sollen mitmachen, jetzt hast du die Chance, jetzt willst du kneifen. Und da habe ich mir gedacht, sie hat recht. Und dann bin ich damals angetreten und wenn ich antrete, hatte ich dann schon auch den Wunsch, da mit wirklich wirken zu können. Und ich muss gestehen, mir war auch immer wichtig, was trotzdem mit Menschen und für Menschen zu tun, in der Medizin. Auch in der Politik. Also mir ist es schon auch sehr wichtig, immer zuzuhören, anzuhören, mitzunehmen, was auch, wo es bei der Bevölkerung, was da gerade auch anliegt. Also das ist mir absolut wichtig. Ich finde es jetzt auch schön, im Gesundheitsministerium zu sein, weil man das dann ganz gut verbinden kann. Passt ja in dem Fall am allernächsten zu Ihrer Grundlage in Ihrer Ausbildung. Toll. Also ich sage schon mal tausend Dank für die spannenden Insights und ich möchte aber natürlich immer, das haben wir immer am Ende noch, die Damen einladen, zu sagen, wenn sie Fragen haben oder wenn sie ein Anliegen haben oder was auch immer, ihnen zu sagen. Genau, also ihr seid alle quasi mit Sprecherlaubnis ausgestattet und ihr könnt alle Fragen stellen, wenn ihr euch entmutet. Ihr müsst jetzt einfach nur, wenn ihr möchtet, etwas sagen. Das ist immer die spannende Frage, ob dann jemand was sagt. Gerne. Dann sage ich jetzt mal was. Hallo, grüß dich, Frau Ministerin Hummel. Ich bin Caroline Rottländer und ich unterstütze auch die Margit Dietrich bei Frauen verbinden in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, bin aber auch Pressesprecherin hier im Kinderkunsthaus in München. Wir finden uns auch gerade wieder einem New Normal und das ist echt eine Herkulesaufgabe, ne, dass die Kinder wieder kommen können, was sie eben erzählt haben, mit welchen Abständen und was wir alles machen müssen und so. Und jetzt haben wir auch gerade, deswegen war ich auch noch mal in einem anderen Meeting zusammengesessen zum Thema alternative Erlösmodelle und wie geht es weiter. Und ich habe auch mitgeschrieben bei Ihnen, die Fragen von übermorgen beantworten, damit kämpfen wir auch. Wie geht es weiter im Herbst? Wir haben ja ein volles, wir haben jeden Tag Schulklassen und auch Kindergartengruppen hier und habe jetzt auch schon versucht, über das Kultusministerium herauszufinden, wenn Szenario 1 eintritt, ob denn zum Beispiel die bayerischen Schulkinder und Kindergartenkinder wieder Tagesausflüge auch in unser Haus machen dürfen. Aber das ist tatsächlich so wahrscheinlich, wie Sie schon gesagt haben, die Fragen von übermorgen zu beantworten. Also für uns jetzt, als ich sage mal Kulturtreibende, ich spreche jetzt eben für das Kinderkunsthaus in München, die wir im Jahr 20.000 Besucher haben, ist es halt auch extrem schwierig, zumindest mit einem Szenario 1 auch wieder planen zu können und auch die richtigen Ansprechpartner zu finden, die einen da antworten können. Also insofern, ich glaube, also es wäre, also wir wissen, Sie können nicht in die Glaskugel gucken, aber was halt echt sehr, sehr hilfreich wäre, wenn zum Beispiel jetzt die Schulen Szenario 1, 2 und 3 planen, ob man dann also so einfache Fragen, wenn Szenario 1 eintritt und wieder Regelbetrieb an den Schulen ist, dürfen zum Beispiel die Schulkinder in Bayern auch wieder Tagesausflüge machen? Wir kriegen darauf keine Antwort. Also das ist wirklich fatal und das ist für so einen Betrieb wie uns, die wir auch von den Einnahmen, also wir sind gemeinnützig, aber trotzdem leben wir auch von den Einnahmen, extrem wichtig in unserer Planung, was wir sonst machen können, Szenario 1 vorausgesetzt, total hilfreich, wenn wir da irgendwie Antworten kriegen können. Also ich kann Ihnen jetzt noch keine ganz konkrete Antwort, aber Sie können mir, wenn Sie gerne wollen, eine Mail mal schreiben und dann versuche ich mal bei uns in der Rechtsabteilung mal zu gucken, ob wir da doch nicht irgendeine Form Ihnen mal was an die Hand geben können, wo Sie dann vielleicht auch mal auf Schulen oder Kindergärten zugehen könnten, so nach dem Motto, so den und den Maßgeben ginge das doch. Das kann ich mal versuchen und das andere ist, oder wenn wir wissen, wie es dann ist, dann können wir Sie frühzeitig informieren. Und ich darf sagen, dass bei der Schulklasse meines Sohnes, die haben heute eine Stadtführung gemacht. Okay, weil die Schulen, wir haben die auch alle angeschrieben, die sagen alle, also jetzt für ab September
die können noch gar nichts sagen, obwohl sie eigentlich alle bei uns gebucht haben bis Ende des Jahres, ne? Okay, nee, also das war jetzt heute, das weiß ich jetzt zufällig bei uns in der Grundschule. Okay, Stadtführung ist draußen an der frischen Luft, dadurch schon natürlich ein bisschen einfacher. Und ich muss jetzt unseren Sohn nochmal fragen, ob die zwei Gruppen gemacht haben, weil die im Moment ja auch in zwei Gruppen unterrichtet werden. Also sprich, ob sie in diesem kleineren Bereich, aber das wäre ja dann bei Ihnen auch möglich, dass man sagt, genau. Vielleicht muss man es dann ein bisschen verkürzen und genau. Die tauschen dann halt dazwischen oder wie auch immer, da kann man ja flexibel sein. Ja. Das müsste ich mal wirklich, ich kann gerne nachfragen, aber ich weiß eben heute aktuell, dass unser Sohn bei einer Stadtführung dabei gewesen ist, weil die sich jetzt so als Abschluss, weil es ja keinen Wandertag im klassischen Sinn mehr gab und so, dann hatten sie sich überlegt, zumindest so was zu machen gemeinsam. Ja, super, dann würde ich mir nochmal erlauben, morgen eine E-Mail an Sie zu schreiben, wenn die Frau Dietrich mir ihre E-Mail-Adresse gibt, weil wir dürfen ja sowieso nur, also wir haben immer nur maximal 15 Kinder jetzt hier auch im offenen Programm, wenn welche kommen und die sitzen auch alle nur an ihrem Platz. Also unter all den gegebenen Hygienemaßnahmen, Konzept liegt auf dem Tisch, an die wir uns halten, aber es wäre einfach super, wenn man da irgendwie so ein bisschen Perspektive hat, weil wir drehen uns da einfach total im Kreis und wir würden sonst halt, keine Ahnung, Lehrerfortbildung oder was auch immer sonst vormittags hier online und so auch anbieten oder Erwachsenenkurse für welche, die irgendwie mal ihr Homeoffice verlassen wollen, aber wir können gerade so gar nicht planen und da geht es halt tatsächlich bei uns auch um Arbeitsplätze, also deswegen erlaube ich mir da morgen eine E-Mail an Sie zu schreiben. Danke. Danke, Caroline. Hattet ihr noch weitere Fragen? Ich sehe gerade, Katharin hat sich entmutet. Ja, einen schönen guten Abend. Ja, guten Abend ist es noch gar nicht mehr. Einen schönen Nachmittag, Frau Ministerin Hummel. Mein Name ist Katharin Hein. Ich bin Herausgeberin eines kleinen Verlages mit verschiedenen Print- und Digitalprodukten, die ja die letzten Monate auch sehr gelitten haben. Aber das ist eigentlich gar nicht das Thema. Ich wollte mich einfach ganz herzlich bedanken für dieses tolle Gespräch heute. Ich hatte Sie heute auch schon bei der Pressekonferenz, hatte ich Sie gesehen. Das sind sozusagen zwei Welten. Sie sind jetzt gerade ganz, ja, wie privat im Endeffekt. Und da wollte ich mich ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit, die Sie uns da bieten, dass wir Sie so ein bisschen fast privat eben kennenlernen. Ein Thema, das mir auch immer schon sehr am Herzen liegt, ist Förderung von Frauen. Gerade in Corona-Zeiten, ich lese natürlich auch viel mit, durch das Familienmagazin, das wir haben, bekommen wir auch immer viel Feedback, wie es den Müttern in Corona-Zeiten geht. Ich finde es ganz wichtig, dass Frauen gefördert werden, aber ich finde es umso wichtiger, dass Frauen sich auch bewusst werden oder sich bewusst machen, dass die Care-Arbeit erstmal zu Hause beginnt. Und zwar im Gespräch mit dem Partner, soweit eben vorhanden. Bei Alleinerziehenden ist es natürlich schwieriger. Aber ich finde, wir Frauen müssen uns auch immer bewusst machen, dass wir selbst auch einen Weg beschreiten können und bestimmte Dinge auch erkämpfen können, ohne dass man ins Jammern verfällt, sondern sein Ziel ganz klar verfolgt. Das ist mir einfach immer ein sehr wichtiger Ansatz, den ich habe. Ansonsten vielen Dank nochmal. Es war wirklich sehr spannend, auch zuzuhören, für die Möglichkeit. Und Sie eben auch als Mutter mal kennenzulernen mit den zwei Kindern. Vielen herzlichen Dank. Also das ist sehr nett. Also vielen, vielen Dank. Na, ich finde, das ist tatsächlich das, was mir... auch tolle Fragen gewesen. Um Gottes Willen, ich bin weder Journalistin noch irgendwas, aber ich habe so in dem Vorgespräch mit Ihrer Mitarbeiterin, habe ich so ein bisschen rausgehört, mit was für journalistischen Fragen sie sich sonst rumschlagen darf. Und dann habe ich gesagt, ich habe überhaupt kein Ziel, ich möchte nichts Parteipolitisches, ich möchte kein Geheimnis ihr ausplaudern, ich möchte nichts veröffentlichen, außer dass wir sie zu Gast hatten. Und also von daher nochmal tausend Dank. Das, was ich sagen mag, was wir uns tatsächlich gerade überlegen als Startpunkt jetzt für unser Netzwerk, aber das will ich auch öffnen, weil ich habe mir tatsächlich in den Zeiten, wo der echte Lockdown war, habe ich mir überlegt, Mensch, warum können wir jetzt braucht es doch eigentlich Netzwerke und jetzt müssen Frauen noch viel mehr zusammenhalten. So, das hat bisweilen auch sehr, sehr gut funktioniert. Was wir jetzt aber erlebt haben, ist, dass es jetzt vielleicht Lösungen braucht oder Hilfen unterschiedlicher Art etc. braucht und voneinander lernen. Also wir wollen planen gerade einen 19.09., den
quasi ehemaligen Oktoberfest-Wiesenanstichtermin haben wir uns geschnappt und wollen einen Co-Solidarity, ein Women Summit machen, wo im Grunde alle Frauen eingeladen sind, sich einzubringen und tatsächlich miteinander an projekthaften Themen arbeiten. Da ist auch Gesundheit ein Thema, aber eben natürlich auch alles, was Digitalisierung etc. angeht. Also da wäre natürlich toll, wenn wir Sie vielleicht sogar für ein Grußwort eventuell irgendwie beteiligen könnten, weil da das Thema ist, dass die Frauen an den Themen weiterarbeiten und vielleicht sogar die Politik auch ein Stück unterstützen können an manchen Themen. Also gar nicht an denen vorbeigehen kann, aber eben zumindest, dass wir aus uns heraus dies bearbeiten. Bei mir kam vor, wir haben viel auch jammern müssen. Das ist auch manchmal gut, innerhalb von Netzwerken auch zu sagen, hey, das ist doch alles gerade Mist und mir geht es gerade nicht gut. Ich erlebe aber auch gerade, dass jetzt Fragezeichen kommen und vielleicht finden wir zusammen Antworten. Das ist korrekt. Das ist, wie Sie sagen, Frauen leisten manchmal auch ein bisschen im Stillen. Also Entschuldigung, wenn ich das so sage. Also mir fällt das immer manchmal vollkommen so richtig. In mancher Sitzung, wenn irgendjemand erst erzählt, mit wie vielen Leuten er gesprochen hat, was er alles geschafft hat und verhandelt und durchgesetzt hat. Und wo ich mir dann denke, ich erzähle am meisten das Ergebnis. Was da vielleicht auch alles an Arbeit dahinter steckt, das denke ich mir, gehört halt einfach dazu. Und da muss man manchmal selber an sich arbeiten, da ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dicker aufzutragen, das klingt ein bisschen zu negativ, aber vielleicht sichtbarer zu machen, dass es eben doch nicht alles nur so easy, wenn man sich aus dem Ärmel schüttelt. Aber es ist auch so, Frauen führen zum Teil auch anders, nicht alle gleich, auch das ist, auch Frauen sind ganz unterschiedlich. Und auch da müssen sich manchmal Mitarbeiter auch dran gewöhnen. Also das finde Und wir haben tatsächlich das Thema sichtbar machen, gegenseitig aufmerksam machen aufeinander und ich sage mal gerade auch diese Frauensolidarität tatsächlich stärker zu leben. Das haben wir uns tatsächlich zum Ziel gemacht und das ist auch der Grund gewesen, warum ich eben glaube, dass so ein Workshop-Tag gut ist, online wie aber auch hoffentlich mit ein paar Frauen physisch, um zu sagen, wir nehmen uns die Themen, die wir ja sowieso vor der Brust haben und wenn sich jede einzelne Gedanken macht, was heißt das für mein Unternehmen, was heißt das für meine Branche, was heißt das für mich, was heißt das für unsere Gesellschaftsstruktur? Ich glaube, das ist immer gut, dann einen Startpunkt zu setzen und von daher bin ich schon ganz gespannt, ob dann auch viele mitmachen. Das ist ja immer, also wir bieten viel an, aber auch da, wir haben ja alle gerade einen Online-Überfluss, also man ist ja abends dann auch irgendwann mal K.O. Genau. Also liebe Frau Ministerin, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Ich würde Ihnen liebend gern tatsächlich eine Einladung in unser Netzwerk schicken. Ich habe keine Ahnung, ob Sie bereit sind für ein Netzwerk in München, Berlin und Hamburg, ob Sie sagen, das ist etwas für Sie. Aber liebend gerne lade ich Sie zu uns. Einfach mal zu und ich gucke mir es dann noch mal ein bisschen intensiver an. Um Gottes Willen, wann immer Sie Zeit haben. So machen wir das. Vielen Dank und auch vielen Dank die Damen, die eingeschaltet haben und für alle anderen haben wir es ja aufgezeichnet, sodass quasi ihre Abrufzahl hinterher in unserem geschlossenen Bereich ja dann noch stattfindet. Super. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für die Geduld. Wie schon gesagt, das mit der Zeit tut mir leid. Um Gottes Willen. Irgendwie irgendwo, aber ich kenne das manchmal, es hat mal ganz fix eine Idee, wann das ist und bei uns stand es eben um die Uhrzeit drin und ich glaube aber, es ist jetzt, haben wir trotzdem alle ganz gut hingekriegt. Wunderbar. Und alles Gute, ja? Ihnen auch. Dankeschön für alles. Ja. Tschüss. 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 So, dann gucken wir mal. Melden sich gerade alle ab langsam. Schönen Abend noch, gell? Tschüss. Ihnen auch, Frau Ministerin. Dankeschön. Danke.